So, hallo zusammen. Willkommen bei unserem vierten, glaube ich, Webinar. Mein Name ist Friedemann Stang. Ich bin heute hier begleitet von Joe Herrich und Pina Maginot, die mich unterstützen werden bei dem Webinar. Wie immer, wenn Sie Fragen haben, können Sie einfach seitlich in dem Chat-Panel einfach fragen. Das ist auch nicht einsehbar für die anderen Teilnehmer. Das heißt, Sie können da einfach frei rausfragen. Da gibt es keinen Grund, sich für irgendeine Frage zu schämen. Heute geht es um herausnehmbare Prothesen oder eher genau genommen die Neuigkeiten in der Version 3.0 Galway über herausnehmbare Prothesen. Zum einen Totalprothesen, 28er und 14er, aber auch um die Partial Cut, also um Modellgüsse. Bevor wir da jetzt dazu kommen, muss ich wie immer den Copyright-Hinweis einmal vorlesen. Jegliche Weiterverbreitung oder Vervielfältigung, Verbreitung oder Weitergabe im Ganzen oder von Teilen dieser Aufnahme in irgendeiner Form ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Exocad strengstens untersagt. Also natürlich dürfen wir das alles hier nicht mitschneiden, aber wir werden wie immer am Ende die ganze Aufnahme auch irgendwann auf unseren YouTube-Kanal hochladen und einfach verbreiten. Dann können Sie es alles nochmal anschauen. So, heute geht es, wie gesagt, um herausnehmbare Prothesen. Die erste Hälfte werden wir uns komplett der Totalprothetik widmen und da die neuen Funktionen im Galway Release anschauen, wie zum Beispiel die Preset-Funktion, durch man quasi Aufstellungen einfach mal abspeichern kann. Und wir werden auch durch einen 14er einfach in der Konstruktion nochmal durchgehen und gucken, was da alles jetzt neu ist oder was vielleicht gerne mal übersehen wird, was vielleicht noch nicht ganz so bekannt ist an Funktionen dabei. Die zweite Hälfte beschäftigen wir uns dann mit der Partial Cut Galway, also mit dem Modellgussmodul. Das hat jetzt auch gerade erst den neuen Release gehabt. Das heißt, die neuen Funktionen sind jetzt verfügbar. Können Sie sich an den Reseller wenden oder der Reseller kann auf unserer Homepage nachgucken und auf die üblichen Wege eben an die Version rankommen. Und da gucken wir uns dann auch mal an, was ist da alles neu drin und gehen noch mal ein bisschen durch, was man da so machen kann alles. Insgesamt ist natürlich immer wichtig, so die ganzen Ressourcen für Sie, so was man machen kann, um mehr Informationen zu bekommen. Da haben wir natürlich unser Wiki, also wiki.exocad.com, oder einfach in der Software irgendwo auf dieses kleine Fragezeichen klicken. Dann kommt man direkt auf die Seite, die genau zu dem Schritt passt, wo man sich gerade bewegt hat. Unser YouTube-Kanal ist natürlich auch immer eine super Ressource, also einfach Exocad auf YouTube oder videos.exocad.com. Haufenweise Tutorials zu verschiedenen Modulen und Tools und Werkzeugen und Aufnahmen von vorherigen Webinaren, von Auftritten, Marketingvideos und so weiter. Und dann natürlich Facebook, können Sie uns auf Facebook folgen. Da sind die ganzen Neuigkeiten über Releases und Webinare und Events und sowas immer drin. Und die Exocad Experts Gruppe, wo unabhängige Gruppe, in der ungefähr 30.000 Mitglieder sind, die alles diskutieren, was irgendwie mit Exocad Software zu tun hat. Und dadurch, dass es unabhängig ist, beschäftigen Sie sich natürlich dann auch nochmal ganz anders damit, als wenn es eine offizielle Seite von uns wäre. Es sind aber auch viele Leute von uns Teil von der Gruppe, also man kann da auch mal Kontakt von uns haben. So. Und ich empfehle es immer gerne, sich für den Newsletter einzuschreiben. Da sind dann auch immer die ganzen Neuigkeiten drin. Gerade sowas wie neue Releases und so sind dann auch mal ein bisschen ausführlicher erklärt und worum es da genau alles geht, was genau released wurde und so weiter, ist, finde ich, super spannend immer und natürlich auch Events und so weiter. So, dann kommen wir mal direkt zur Software. Wir fangen heute an mit der Totalprothese. Ich werde jetzt auch gar nicht komplett eine Totalprothese konstruieren. Dafür reicht uns die Zeit gar nicht, um dann mit allen Themen durchzukommen. Aber ich werde einen Teil zeigen, nämlich diese Presets, die ich schon erwähnt habe. In dem Fall hier haben wir wirklich einfach einen 28er. Das ist klassisch. Wir haben einfach die Basis und die Zähne werden gefräst. Wir haben einen Wachsfall gescannt. Das ist unser ganz normaler Demo-Fall. Da gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen, aber das ist natürlich super interessant, weil diese Presets funktionieren eben nur für diese Totalprothesen in beiden Kiefern. Ich lade da jetzt auch einfach mal eine Szene, dann müssen wir nicht durch die ganze Modellanalyse nochmal durch. Die muss man natürlich jedes Mal machen für eine Totalprothese, ist ja auch total sinnvoll, aber da ist nichts dran geneuert, deswegen überspringe ich den Schritt einfach, indem ich eben eine Situation lade, wo wir schon einen Schritt weiter sind, nämlich bei der Aufstellung der Prothesenzähne. Da ist zum einen natürlich erstmal super interessant, wir haben die generischen Prothesenzähne hier ein bisschen geändert. Wir haben mehr verschiedene Versionen davon eingebaut. Also wir haben die Generic Denture Libraries haben wir jetzt hier in verschiedenen Größen, also X, S, S, M und so weiter eingefügt, sodass man halt auch diesen Workflow von wir stellen eben
gekaufte, konfektionierte Zähne auf. Kann man eben auch mit der generischen Bibliothek ausprobieren, um zu verstehen, wie der ganze Workflow funktioniert. Man kann die natürlich auch einfach dann selber drucken oder fräsen, das ist ja auch kein Problem. Wir haben die auch einmal hier in skalierbar, dass man auch die Größe ändern kann. Das geht natürlich nur, wenn Sie keine konfektionierten Zähne nehmen, sondern die drucken oder fräsen. Das ist, denke ich, ja ganz klar. Was wir aber auch geändert haben an der Bibliothek, ist hier die basale Seite. Wir haben die für die Prothesen ein bisschen gekürzt, sodass die Option, dass es am Ende durch Zahnfleisch durchgeht, bei denen jetzt einfach ein bisschen seltener vorkommt. In der Vergangenheit hatten die ein bisschen längere Hälse. Die waren natürlich ursprünglich geformt für Kronen und Brücken. Das heißt, die sind natürlich auch nicht perfekt für Totalprothesen. Wir haben aber versucht, eine gute Aufstellung damit zu machen und so weiter, damit man die theoretisch trotzdem benutzen kann. So, aber worum soll es jetzt hier eigentlich gehen? Wir haben hier natürlich unsere ganzen Zahnbibliotheken zur Auswahl, wie immer. Bei den Zahnbibliotheken ja auch immer die Größen hier angegeben. Was bei Prothesenzähnen jetzt auch geht, was wir bei dem Webinar über Implantate und so schon gezeigt haben, ist, dass wir hier auf mehr Bibliotheken herunterladen klicken können. Und wir landen damit jetzt nicht mehr im Downloadportal auf unserer Webseite, sondern der Bibliotheksmanager geht automatisch auf und wir können eben dann hier verschiedene Zahnbibliotheken einfach runterladen. Es funktioniert genau wie bei Implantaten. Ich gehe auf Bibliothek herunterladen, wähle mir hier die aus, die ich möchte und dann muss ich eben meine Adresse und sowas angeben und dann werden die einfach automatisch runtergeladen, in den richtigen Ordner gepackt. Ich muss die Dental Card einmal neu öffnen und dann sind die verfügbar. Ist super praktisch. Ich empfehle persönlich nur die Bibliotheken runterzuladen, die ich auch benutzen möchte, damit ich am Ende nicht eben eine riesige Liste an Auswahl an verschiedenen Prothesenzähnen habe, die ich niemals benutze. Das ist einfach übersichtlicher dann. So, aber davon abgesehen ist hier an diesem Schritt eigentlich nichts geändert, aber es wird vielleicht der ein oder andere schon gesehen haben. Wir haben hier einen neuen Reiter oben, nämlich Preset. Wenn ich hier drauf gehe, habe ich hier erstmal die Auswahl zwischen Bibliotheksfiltern. Ich kann mir quasi Presets aussuchen, die skalierbar oder nicht skalierbar sind. Oder ich kann auch alle Presets sehen. Und dann habe ich hier das Dropdown-Menü für die Presets selber. Und da sieht man, da sind hier vorgefertigt von uns einfach einige, die alle Generic Denture irgendwas heißen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel einen auswählen. Ich nehme mal hier diesen Butterfly. Und dann lädt die Software kurz und dann sieht man schon, ist jetzt hier plötzlich eine neue Aufstellung. Da sind jetzt andere Zahnbibliotheken, die hier in dem Preset hinterlegt sind, mit einer Aufstellung, die auch in dem Preset hinterlegt ist, einfach abgespeichert. Und ich kann das halt für alle ändern. Und es ist eine fertige Aufstellung. Und ich muss theoretisch, wenn das bei dem Patienten so passt, nichts mehr dran ändern. Das ist fertig. Ich kann jetzt einfach weitergehen und das war's. Und ich muss nur auf die Basis konstruieren. Ist natürlich, können sich bestimmt die meisten vorstellen, super praktisch, so eine Totalprothese einfach so mit ein paar Klicks fertig zu haben und gar nicht groß selbst die Aufstellung ändern zu müssen. Wenn ich jetzt einen Schritt weiter gehe, das zeige ich jetzt auch einfach mal. Ich gehe mal weiter und ändere an der Aufstellung irgendwas und mache die einfach irgendwie ganz komisch, damit wir das sehen. Ich kann jetzt natürlich die Aufstellung komplett ändern. Das heißt, ich gehe mal hin und mache hier einen offenen Biss draus. Dann erkennen wir es auch sofort wieder. Und wenn ich jetzt in den Expertenmodus wechsle, kann ich einfach rechtsklicken und habe hier aktuelle Zahnaufstellung als Preset exportieren als Möglichkeit. Das klicke ich an. Dann kann ich da selbst einen Namen auswählen. Ich nenne es einfach mal offen, weil es der offene Biss ist. Okay. Es wird einfach abgespeichert, dann speichere ich eine XML-Datei dafür ab. Die kann ich auch nochmal anders benennen. Das heißt, ich kann quasi eine interne alternative Benennung dazu verüben, damit ich besser unterscheiden kann, welche Aufstellung es genau ist. Ich kann den Aufstellungen natürlich schöne Eigennamen geben für den Anwender und dann wiederum, aber für mich selber dann halt die XML sonst wie benennen, damit ich eine schöne Übersicht habe. Das ist jetzt einfach gespeichert. Und wenn ich jetzt in den Wizard gehe und in diesen Preset-Schritt wieder rein, da muss ich natürlich zurück zur Bibliotheksauswahl für. In dem Preset-Schritt ist das jetzt einfach hier verfügbar. Und wenn ich da draufklicke, haben wir diesen offenen Biss, den ich da gerade draus gemacht habe. Ich kann diese Presets für jede Bibliothek anlegen, wie ich möchte. Ich kann mir da bei jeder erdenklichen Bibliothek, die ich runterladen kann, die ich hier verfügbar habe, kann ich mir selbst Presets erstellen für verschiedene Situationen. Ich kann mal den Zahnbogen breiter oder schmaler machen. Ich kann den Biss mal offener oder geschlossener machen. Ich kann eigentlich alles damit machen, das abspeichern und dann habe ich es verfügbar. Das heißt, wenn ich eine schöne, meiner Meinung nach perfekte Aufstellung gefunden habe, kann ich die speichern und kann die theoretisch bei jedem Patienten wieder nutzen. Und dadurch, dass der nächste Schritt ja dann das Anpassen ist, kann ich natürlich auch ein Preset benutzen und dann aber in Details doch nochmal verändern. Das heißt, wenn ich weiß, diese Front sieht schön aus, aber der Patient hat eine größere sagittale Stufe, dann kann ich diese Aufstellung nehmen und dann einfach das kleine Detail ändern und fertig. Ist, denke ich, super sinnvoll. Damit geht so eine Aufstellung natürlich mega schnell. Freut jeden. Ja, ich denke, zu dem Feature muss ich gar nicht viel mehr erklären. Das ist total einfach zu machen.
haben sie gesehen, es geht super schnell. Ich mache jetzt hier mal die Szene einfach wieder zu und wir gehen zum 14er über, außer da sind jetzt irgendwelche dringlichen Fragen direkt drüber, aber erfahrungsgemäß eher nicht. Alles gut soweit. So, ich gehe dann hier einfach zu einem 14er über, das heißt, wir haben hier im Oberkiefer eine Totalprothese, im Unterkiefer einen Antagonisten. Das ist jetzt natürlich schon seit der Plofte-Version möglich, aber wir haben ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Kurz als Erklärung nochmal, weil nicht so viele Leute sich mit digitalen Totalprothesen so viel beschäftigt haben. Bei einer Totalprothese hier gehen wir natürlich davon aus, dass es alles aus Kunststoff gemacht wird am Ende, aus was sonst, vielleicht aus Keramik, die Zähne, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Das heißt hier bei der Materialauswahl, bei Totalprothesen wählen wir gar kein Material aus, sondern den Produktionsprozess, weil es natürlich für eine Totalprothese, die ist am Ende aus Kunststoff, egal wie, aber ob ich jetzt die Basis drucke und konfektionierte Zähne einkleben will oder ob ich die Basis fräse und die Zähne auffräse als einen gesamten Zahnkranz, das ist natürlich in der Produktion am Ende ein riesiger Unterschied. Und was dabei konstruiert wird, kann sich natürlich dann auch extrem unterscheiden, weil manche Sachen eben bei der Produktion dann gemacht werden können und manche eben nicht. Wenn ich konfektionierte Zähne nehme, kann ich natürlich die Zähne nicht in der Software einfach größer oder kleiner machen. Die konfektionierten Zähne, die ich gekauft habe, die passen dann ja einfach gar nicht mehr. Genauso kann ich die natürlich basal je nach Produktionsprozess nicht einfach was wegschleifen. Das muss meine Fräsmaschine dann auch entsprechend können oder ich muss es per Hand machen. Wenn ich die Zähne aber drucke oder fräse, kann ich natürlich in der Software machen, was ich will. Da kann ich ja jede Form draus machen. Das wird dann eben gedruckt und gefräst. Und dann ist am Ende auch abhängig von der gewählten Zahnbibliothek, vom Hersteller, ob das überhaupt erlaubt ist oder nicht. Manche Hersteller sperren ihre Bibliotheken, das heißt, die können sie dann gar nicht drucken oder fräsen. Andere machen die halb offen, manche machen die komplett offen und sagen, macht damit, was ihr wollt. Das ist halt auch abhängig und da empfehle ich, mit dem Hersteller zu reden oder es einfach auszuprobieren und dann zu sehen, welche Möglichkeiten zur Produktion es da gibt. So, wir haben hier im Kiefer komplett einmal den Oberkiefer mit Totalprothesik-Zähnen belegt. Wir haben jetzt auch Verbinder dazwischen, das heißt, wir konstruieren hier am Ende eine große Brücke aus Zähnen draus und eine Basis, die wir am Ende beide einfach zusammenkleben, simpel gesagt, und das war's. Natürlich zusammenkleben in dem Sinne heißt, ich nehme den passenden Kunststoff, mit dem ich das Ganze hergestellt habe, der sich dann auch gut verbindet und fülle entsprechend den Klebespalt damit wieder auf. So, ich habe hier auch eine Szene, wo die Zahnplatzierung tatsächlich auch schon passiert ist. Das heißt, die Modellanalyse ist schon passiert und die Zahnbibliothek ist ausgesucht und auch richtig aufgestellt, weil der Teil eben bis auf diese Presets auch nicht neu ist. Und für 14er existieren natürlich keine Presets, weil die Presets sich ja auf die Biss-Situation zueinander beziehen und nicht auf einfach Antagonisten. Da muss man ja immer individuell an den Antagonist anpassen. Ich kann jetzt hier natürlich trotzdem noch alles ändern, aber da sehe ich gerade keinen Grund zu. Habe hier den einfachen und den Kettenmodus verfügbar. Das kennen ja wahrscheinlich die meisten schon. Dann komme ich in meinen Freiform-Modus. Hier ist natürlich interessant, da ich hier in der Materialauswahl ausgesucht habe, dass die Basis und die Zähne gedruckt werden, kann ich natürlich mit den Zahnformen jetzt machen, was ich möchte. Das heißt, ich kann hier einfach frei hingehen und die Zähne ändern, wie auch immer ich das will. Wenn es konfektionierte Zähne wären, dann könnte ich die tatsächlich nur verkleinern. Das heißt, ich könnte Material abtragen, wie man es bei konfektionierten Zähnen natürlich auch kann. Sobald ich versuchen würde, die irgendwie größer zu gestalten, das heißt, hier den Höcker langziehe, werden hier einfach so rote Pfeilmarkierungen, die mir sagen, wenn das funktioniert so nicht und das würde auch wieder entfernt werden später. Gleichermaßen kann ich hier natürlich die Okklusion auch komplett anpassen. Bei 14ern haben wir auch die Möglichkeit, dass da der virtuelle Artikulator verwendet wird. Das ist hier auch passiert. Deswegen haben wir hier beim Anpassen auch dynamisch die Kontakte verfügbar. Ich lasse hier einfach mal die Abstände anzeigen. Kann man eben hier sehen, habe ich die dynamischen und die statischen beide verfügbar. Das heißt, ich lasse jetzt hier einfach mal die Kontakte komplett anpassen. Dann sieht man auch, wie die Okklusion sich direkt komplett verändert. Also, das heißt komplett, aber es wird halt eingeschliffen. Und dann gehe ich einfach wieder einen Schritt weiter. So, die Mindestdicke wird hergestellt. Dann wird meine Prothesenbasis-Unterseite erstellt. Ich ändere hier einmal kurz die Blickrichtung und gehe auf Anwenden, damit es schon mal berechnet. Wir haben hier in der Goreware-Version die Parameter angepasst, wie es uns irgendwie sinnvoller vorkam. Der Abstand, also der Abstand zwischen dem Kunststoff und dem Zahnfleisch am Ende, ist bei 0,03 Millimetern immer noch. Das haben wir nicht geändert. Das ist einfach, um zu kompensieren, falls beim Drucken oder Fräsen irgendwelche kleinen Ungenauigkeiten auftreten. Wir haben aber hier den Winkel und die Unterschnitte zulassen
geändert. Der Winkel ist jetzt bei minus 30 Grad. Das heißt, bei Unterschnitten wird trotzdem mit negativen 30 Grad immer noch ausgeblockt. Das heißt, es wird zwar ausgeblockt, aber es ist trotzdem möglich, dass man starke Unterschnitte hat. Bei einer Totalprothese ja eigentlich total sinnvoll. Ich will ja, dass das am Ende sich gut ansaugt und nicht, dass da die Unterschnitte ausgeblockt sind. Eine Totalprothese soll ja eigentlich gar nicht unterschnittfrei sein. Genauso haben wir hier Unterschnitte zulassen bis 1 Millimeter eingestellt. Das heißt, erst wenn der Unterschnitt stärker ist als 1 Millimeter, passiert diese Ausblockung mit dem minus 30 Grad überhaupt. Und ich kann hier in Freiform natürlich trotzdem immer noch alles ändern. Das heißt, ich kann hier Material auftragen und abtragen und so weiter. Natürlich nicht ins Modell rein, aber ich kann das Ausgeblockte quasi ändern. Und hier gibt es auch eine schöne Funktion. Wir haben ja hier einfach eine Freiform mit Pinsel auf Abtragen und Glätten. Aber ich habe hier unten auch Abstand zu Scan-Daten mit Pinsel. Und das bedeutet, ich kann hier auf meinem Modell einfach was aufmalen und kann mir zum Beispiel hier meine Zinnfolie unterlegen. Das ist natürlich super sinnvoll. Das heißt, ich kann mir hier quasi einen festen Spacer, also einen festen Abstand einstellen. Das heißt, wenn ich es manuell machen würde, würde ich natürlich eine Zinnfolie aufs Modell kleben, dann die Prothese pressen, dann die Zinnfolie wieder entfernen und ich hätte da die Entlastung auf der Papille und der Raffe und sowas. Wie genau die Form ist, kann man natürlich jetzt hier auch selber malen, wie man es möchte. Und dann gehe ich auf Abstand anwenden und dann wird hier einfach in dem Fall 0,2 Millimeter an zusätzlichem Abstand aufgetragen. Und ich kann das tatsächlich jetzt auch hier beim Freiformen mit dem Pinsel auch nochmal die Kante hier außen einfach glätten. Weil klar, das kennen Sie wahrscheinlich auch alle, wenn Sie Zinnfolie benutzen bei den Totalprothesen. Nehmen Sie am Ende aus der Prothese raus und dann ist da eine sehr scharfe Kante zwischen, also an dem Übergang von der Folie zur Prothese selbst. Das kann man hier einfach vorher schon wegglätten und alles ist gut. Da muss man sich danach gar nicht mehr mit beschäftigen. Und dann kann ich hier einfach weitergehen. So, dann wird die Oberseite der Prothesenbasis konstruiert. Dafür kann ich hier natürlich den kompletten Abschlussrand einzeichnen. Ich habe hier aber auch einen dritten Reiter, der Erkennen heißt. Der ist ja auch schon sehr lange verfügbar. Der verschwindet aber je nach Auflösung des Bildschirms gerne mal hier an der Seite. Man sieht diese Pfeile, wo ich zwischen den Reitern hin und her scrollen kann. Manchmal ist der ganz nach außen geschoben. Da muss man dann leider einfach wissen, dass der existiert. Das liegt meistens an der Bildschirmauflösung. Und da muss ich erstmal bis zu 4 Punkte setzen. Dann ist es wie eine normale Margin-Line-Erkennung, einfach wie bei einer Krone auch. Die Software erkennt einfach hier die schärfste Kante und man sieht hier auch schon, je nachdem, wie ich die Punkte gesetzt habe, kann es auch sein, dass ich vielleicht nochmal einen mehr setzen muss. Bei Unterkiefern zum Beispiel, wo die Form ja dann doch verhältnismäßig komplizierter ist, würde ich persönlich dann eher dazu tendieren, das direkt manuell einzuzeichnen, aber da können Sie natürlich auch einfach Punkte setzen. Und dann gehe ich auf Anwenden und dann wird hier einfach meine Prothesenbasis draufgerechnet. So, ich gehe mal davon aus, es sind immer noch keine Fragen. Nee, deine Ausführungen sind zu gut. Genau, lassen wir es mal dabei, ja. So, also das Material wird jetzt hier aufgetragen. Wir haben hier auch bei den Eigenschaften, also bei den Werten, haben wir auch die Möglichkeit zu sagen, welche Basisdicke wollen wir eigentlich für unseren Kunststoff. Der ist jetzt hier auch auf 2,5 Millimeter gesetzt. Das ist für eine Totalprothese ja doch ein recht sinnvoller Wert. Ich kann hier die Zervikaldicke ändern, das ist quasi um meine anatomischen Zähne herum. Die Gingiva, wie dick die da angelegt werden soll, das kann man natürlich auch ändern, wenn man es anders haben möchte. Aber ich gehe jetzt einfach mal weiter und wir kommen zum Verbinderschritt. Das heißt, ich kann natürlich hier, wenn ich die Zähne drucke oder fräse, kann ich natürlich Verbinder setzen. Bei konfektionierten Zähnen geht das natürlich nicht, weil die sind ja nicht verbunden. Und hier ist das Spannende, wir haben bei den Verbindern ja auch ein bisschen was geändert. Wir haben hier natürlich auch die Multi-Ansicht-Designs für die Verbinder verfügbar. Ist bei Totalprothesen jetzt nicht ganz so relevant, da beschäftigt man sich ja dann doch nicht so viel damit, wie diese Verbinder aussehen. Weil hier geht es am Ende ja relativ grob einfach nur darum, die Zähne sollen irgendwie verbunden sein. Wir wollen, dass der Verbinder tatsächlich hier im Gegensatz zu Brücken nicht im Approximalkontakt ist, damit ich das dann am Ende schön separiert habe, sondern eher sehr weit basal, am besten versteckt unter der Gingiva. Da das ja eh alles mit Kunststoff gefüllt wird, muss ich natürlich hier nicht extra Papillenfreiheit oder sowas schaffen. Aber ich kann das mir jetzt hier quasi auch schon so anschauen, dass die Verbinder eben hier in der Prothesenbasis in der Gingiva verschwinden sollen. Dann kann ich natürlich einfach nehmen und rumschieben, schön nach Palatinal zurück und dann sind die nicht mehr sichtbar. Die können natürlich hier auch einfach okklusal oder so ein bisschen rausschauen. Und ich habe hier unten bei den Verbindern tatsächlich dann hier auch noch die Möglichkeit, die
genaue Platzierung auszuklappen. Und da habe ich eben unterhalb der Gingiva-Ebene und hinter Approximalkontakt auch noch als Werte. Und das bedeutet quasi, bei der automatischen initialen Platzierung der Verbinder versucht die Software eben, das so weit wie möglich nach unten, hier in dem Fall 4 mm tiefer zu setzen. Natürlich, je nach der Länge der Zähne sind 4 mm nicht immer möglich. Die Software versucht es, aber wenn der Zahn halt zu kurz ist, dann geht es natürlich nicht und dann setzt es einfach so niedrig wie möglich. Dasselbe für Hinterapproximalkontakte. Wir haben ja unseren Approximalkontakt und die Software versucht 1 mm dahinter, also nach Lingual oder Palatinal zu schieben. Das ist bei Totalprothesen, wie gesagt, sehr sinnvoll so. Dann verschwindet der Verbinder am Ende. Der ist ja dann auch zahnfarben, der verschwindet schön hinter dem rosa Gingiva-Kunststoff und dann sieht man den nicht mehr, wenn man das alles zusammengeklebt hat. So, man kann natürlich auch einfach die Zahn-zu-Zahn-Verbinder setzen. Jetzt bin ich einfach schon weitergeklickt, aber dass unter den die anatomischen Kontakte einfach direkt als Verbinder angelegt werden, das geht auch. Würde ich persönlich aus Erfahrung nur bei gefrästen Zahngrenzen empfehlen, weil dadurch die Fräserradienkorrektur und so weiter eine gute Stabilität aufkommt. Bei gedruckten Zähnen kann es passieren, dass es dann der dünne ist und dann bricht dieser Zahnbogen einfach durch. Ist prinzipiell, wenn ich es am Ende alles in die Basis klebe, auch gar nicht so dramatisch. Es kann aber natürlich passieren, dass je nach Druck Kunststoffteile aus den Zähnen selbst rausbrechen und das würde ich persönlich versuchen zu verhindern, indem ich die Verbinder eben dann dick genug gestalte. So, jetzt habe ich hier das Freiform von meiner Prothesenbasis. Ich werde jetzt hier gar nicht so viel Zeit investieren, irgendwie an der Gingiva groß rumzuformen. Aber wie immer, man kann natürlich schön die Wurzelkanäle hier anlegen und so weiter. Das haben wir alles schon in sehr vielen Webinaren und Videos gezeigt. Das empfehle ich immer sehr, sich da mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen. Wir sehen hier in Farbe ja auch immer schön, wie dünn die Prothese an der Stelle ist. Da darf man sich auch gar nicht irritieren lassen. Wir haben eine Mindestdicke der Prothese von 2,5 mm gewählt. Nicht eine Mindestdicke, sondern eine Dicke einfach beim Erstellen der Basis. Das heißt, die Software zeigt uns hier die gelbe Farbe bei 2 mm an und rot bedeutet 1,5 mm. Das heißt, ich habe hier noch lange keine Löcher drin. Da ist immer noch sehr viel Spiel. Aber es ist schön, das zu sehen. Ich kann es natürlich deaktivieren, wenn ich die Farbe nicht haben möchte und mich erstmal nur wirklich aufs Design konzentrieren will. So, ich gehe jetzt aber einfach direkt auch schon weiter. Das Freiform hat sich da in der Hinsicht natürlich nicht verändert. Und dann haben wir hier unsere Berechnung von den Zahntaschen. Da klicke ich jetzt auch erstmal schon auf Anwenden. Das sind natürlich auch immer noch haufenweise verschiedene Werte für den Zahntaschenspalt. Den haben wir jetzt auch individuell zwischen Seiten- und Frontzähnen anlegbar. Das heißt, ich meine, klar, bei den großen Seitenzähnen hat man teilweise Bedürfnis nach einem größeren oder kleineren Zahnspalt als bei den Frontzähnen. Was jetzt hier tatsächlich passiert ist, dass die Software in einer Einschubrichtung natürlich das ganze Objekt als Zahntasche anlegt. Das bedeutet, wenn Sie konfektionierte Zähne haben, wird natürlich für jeden Zahn eine Tasche angelegt in Einschubrichtung des Zahns und das war's. Aber hier in dem Fall haben wir eine große Brücke. Das heißt, natürlich müssen auch die Verbinder mit ausgeblockt werden, sonst geht das ganze Ding am Ende ja wieder nicht rein. Deswegen ist die Berechnung da auch tendenziell einfach ein bisschen aufwendiger. Aber dann haben Sie am Ende einen Zahnkranz, der schön einfach aus einer Richtung eingesetzt werden kann. Wir tendieren auch dazu, dass es im Zweifelsfall, da muss ja dann doch manchmal relativ viel Gingiva weggeschnitten werden, damit das in Einschubrichtung auch funktioniert, sonst kriegt man das Ganze nicht rein, tendieren wir dazu, dass die Software eher palatinal viel wegschneidet, damit hier das Design in der Front natürlich immer noch gut aussieht und die Gingiva schön die Zähne umrandet, aber hier palatinal wird dann eben auch mal was weggeschnitten und man sieht schön, hier in Einschubrichtung sind hier diese Zahntaschen angelegt und je nachdem, wie lang die Zähne sind und wie tief die Verbinder sitzen, wird dann hier auch gerne einfach mal mehr weggeschnitten, dass das alles funktioniert. Aber da man das hier eben mit Kunststoff zusammenklebt, ist halt am Ende das alles hier mit Kunststoff aufgefüllt. Man zieht es mit dem Werkzeug glatt und kann es natürlich dann wie immer einfach mit dem Handstück nochmal überarbeiten. Ich denke, das ist nicht das Drama. So, und damit ist eigentlich alles schon fertig. Damit sind wir eigentlich fertig mit dem 14er. Die Basis ist komplett berechnet. Wir fügen jetzt gerade noch die Brücke zusammen. Es gibt aber immer noch eine Funktion, die ich gerne zeigen will. Die ist auch eine ziemlich coole neue Änderung. Wenn ich nämlich jetzt meine fertigen Teile freiformen möchte, ich habe jetzt einmal die Basis und einmal den Zahnkranz. Wenn ich auf fertige Teile freiformen gehe, fragt mich die Software tatsächlich, ob ich den Zahnkranz oder die Basis gerade freiformen will. Die Basis ist natürlich jetzt auch nochmal geändert, dadurch, dass die Zahntaschen eingefügt wurden und dass die Unterseite auch angepasst wurde. Und ich wähle das auch einfach jetzt mal aus. Dann kann ich an der Prothesenbasis dran rumfreiformen. Kann natürlich wieder machen, was ich möchte. Sind eigentlich die gleichen Freiformmöglichkeiten. Jetzt sieht man natürlich hier, sehe ich meine Zahntaschen auch und sehe genau, wo irgendwelche Durchschnitte durch die Gingiva sind, wo es vielleicht ein bisschen dünn wird. Ist natürlich egal, wenn da ein Zahn am Ende mit Kunststoff drüber angefügt wird, ob es da zu dünn ist.
Was ich aber jetzt auch habe, ich kann natürlich, während ich hier an der Basis rumfreiforme, zum Beispiel, ich nehme mal meinen Pinsel, ich kann natürlich hier die Gingiva freiformen, aber ich kann nicht hier in den Zahntaschen freiformen. Klar, sonst würden die Zähne ja nicht mehr passen. Gleichermaßen kann ich natürlich auch nicht hier basal was verändern. Das ist ja ans Modell angepasst, da habe ich extra meine Parameter ausgesucht. Ich habe aber hier die Option, die heißt Unterseite und Grenze fixiert halten. Wenn ich das deaktiviere, kann ich tatsächlich hier auf der Unterseite basal einfach freiformen und kann das verändern. Okay, das sieht man jetzt nicht gut, weil aber wenn ich es einfach hier glätte, sieht man sofort den Unterschied. Klar, sollte ich nicht machen. An der Unterseite von der Totalprothese sollte ich eigentlich überhaupt nicht dran rumarbeiten, ist ja klar. Aber was ich eben jetzt auch kann, ist diese Übergangskante von der Modellunterseite zu meinem aufgetragenen Kunststoff verändern. Das heißt, ich kann hier mit meinem Glättenwerkzeug einfach hingehen, einfach wegglätten. Ich meine, das muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig machen. Das ist wie, wenn ich mit dem Handstück dran rumarbeite. Das kennen Sie ja dann auch alle, wenn Sie beim Wachs, bei der Wachsaufstellung, bevor das Ganze in Kunststoff gestopft wird, ein bisschen zu eifrig waren, ein bisschen zu viel Wachs drauf ist, dann entsteht da immer gern diese Kante, die man dann einmal mit dem Handstück schnell wegmacht. Das kann man hier in der Software jetzt eben auch genauso schon vorher machen. Die Kante entsteht natürlich auch entsprechend nur, wenn ich die Zähne so aufstelle und die Gingiva so aufbaue, dass da ein großer Übergang zwischen dem Modell dazu ist. Kann ich natürlich auch mit einer anders angelegten Abschlusskurve einfach komplett verhindern. Aber das sind auch Erfahrungswerte, die jeder irgendwie selber macht. Und dann dadurch, dass wir es jetzt freiformen können, ist es natürlich dann ganz leicht gelöst, wenn es dann doch mal passiert. So, finde ich ziemlich cool, dass das jetzt geht. Wieder mehr Freiheit, die Probleme, die ich mir selber mache, zu lösen, wie ich es möchte. Und dann klicke ich einfach auf Weiter und dann wird alles zusammengefügt. Und dann ist unser 14er auch schon fertig. Natürlich will ich abspeichern, was ich gerade geändert habe. Und das war's mit dem Teil. Gibt es denn soweit irgendwelche Fragen, bevor wir zum Modellguss übergehen? Nee, ich denke, es würde helfen, wenn du weniger gut deine Ausführung gestalten würdest. Ja, okay. Schwierig, schwierig, ich weiß. Nein, ja. Alles wunderbar soweit. Perfekt. Okay, sehr gut. So, das wird dann alles hier jetzt nochmal fertig berechnet, zusammengefügt und so weiter. Ich wechsle schon mal zu DentalDB rüber und wir öffnen mal einen Modellguss-Fall. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Wie gesagt, die neue Version von der Modellguss-Software ist jetzt auch gerade erst released worden. Die 3.0 Galway, da sind ein paar neue Funktionen drin. Manche nur im Expertenmodus, das sehen wir gleich. Wir haben jetzt hier einen Fall, das ist ein Demo-Fall auch einfach von uns mit Geschiebeteilen an Kronen, mit Umlaufrasten. Relativ bekannte Art von Fall haben wir ja auch schon 2018 auf der Insights groß demonstriert und so weiter. Die Zahnaufstellung ist hier schon passiert. Wir haben jetzt hier zwei Pontics vestibulär reduziert und dann eben unsere Kunststoffzähne. Ich gehe direkt auf die Modellguss-Software, weil die Zähne, wie gesagt, aufgestellt sind. Da hat sich natürlich dann da in der Hinsicht nichts geändert. So, die Modellguss-Software hat natürlich auch ein klein bisschen das neue Design abbekommen, was wir mit der Galway großflächig eingefügt haben. Das heißt, die Buttons sehen jetzt auch gerne mal wieder ein bisschen anders aus, folgt aber immer noch derselben Logik wie vorher. So. Wir haben hier unser Modell mit unseren Zähnen. Man sieht schön farblich den Unterschied zwischen den Pontics und den Kunststoffzähnen. Die Pontics sind geplanterweise am Ende Teil vom Modellguss. Deswegen sind die jetzt hier in diesem Blau angezeigt, weil es sind importierte Teile sind. Da wir um Geschiebeteile haben und keine Klammern, werde ich einfach die Einschubrichtung auf den Geschiebeteilen ausrichten und gar keinen Ausblockwinkel anlegen. Wir haben natürlich diesen Ausblockwinkel, den man normal bei Modellgüssen macht, werde ich in dem Fall jetzt hier nicht. Eine neue Funktion, die wir jetzt hier haben, ist aber diese Scan-Reduzieren-Option. Wenn ich die anklicke, dann sieht man, dann steht da so eine blaue Ebene, genau in Einschubrichtung, und die kann ich hier einfach hoch und runter ziehen. Und die reduziert mein gesamtes Modell. Das ist natürlich gerade, wenn ich ein Modell habe, wo der Artikulationssockel noch mitzusehen ist oder das Modell einfach sehr lang ist oder sehr groß, dann kann ich das damit reduzieren und dann wird das einfach abgeschnitten in der Software, sodass nur das halt über dieser Ebene ausgeblockt wird. Und der Vorteil ist, dass die Datenmenge und die Berechnungszeit natürlich einfach sofort runtergeht. In dem Fall jetzt hier nicht viel, weil das Modell einfach nicht sehr groß ist. Da ist basal nicht viel dran. Aber ich meine, das kann man sich ja ganz leicht vorstellen, wenn da ein riesiger Sockel noch mit dranhängt, den man halt mitgescannt hat. Das einfach hier reduzieren zu können, ohne dass man groß am Modell rumschneiden muss, ist natürlich super praktisch. So. Dann haben wir unseren Schritt Ausblock Wachs editieren. In dem Fall muss ich gar kein Wachs abtragen. Ich meine, kurz als Erinnerung, auch die Modellguss-Software ist so ein Thema, mit dem beschäftigen sich dann doch nicht alle so viel. Ich kann natürlich das Ausblock Wachs hier einfach entfernen, wenn ich eine Klammer zum Beispiel anlegen möchte und sehe den Unterschnitt.
Gleichermaßen kann ich aber auch Ausblock Wachs, also das ist in meiner türkisen Farbe hier, das Ausblock Wachs, kann ich, wenn ich Shift gedrückt halte, zum Beispiel auch einfach Wachs auftragen, wenn ich irgendwelche Kanten habe, wo ich sage, naja, da möchte ich vielleicht doch zur Sicherheit, damit am Ende alles passt, ein bisschen an Wachs selbst aufgetragen haben. Das machen ja viele, die vor allen Dingen sehr viel Erfahrung mit Modellgüssen schon haben, die wissen ja irgendwann genau, an welchen Stellen kann es theoretisch kritisch werden, wo möchte ich was auftragen und wo nicht. Da blende ich gerade mal kurz die importierten Teile aus. Alternativ kann ich hier unten auch, ich habe hier auf Abtragen ausgewählt, ich kann auch auf Glätten gehen, dann habe ich mein normales Modellguss-Glätten-Tool und da habe ich natürlich auch mein Auftragen-Tool dabei, was ich eben genauso benutzen kann, um hier eben Material auf- und abzutragen. Das ist ein bisschen weicher als das Ab-Auftragen-Tool von dem Modellguss-Wachs, von dem Ausblockwachs selber, aber das ist, glaube ich, Geschmackssache, was man da benutzen möchte. So, dann gehe ich wieder einen Schritt weiter. Und dann kommen wir zu unseren Verbindern und Retentionsgittern. Hier zeichne ich jetzt einfach Kurven ein für meine Retentionsgitter, für meine Kunststoffzähne. Die zeichne ich einfach hier mal frei raus. Werde ich mich jetzt gar nicht so viel mit beschäftigen, wie genau die angelegt sind. So, die Kurven kann ich natürlich der Zahnform folgen lassen, die kann ich zeichnen, wie ich es möchte. Das wird die Software auch automatisch dann am Ende erkennen, dass das Retentionsgitter sein sollen, basierend auf der Platzierung und der Größe. Und gleichzeitig zeichne ich hier dann auch mal meine Oberkieferplatte ein. Ich folge jetzt hier einfach relativ nah dieser Einzeichnung, die hier ist. Man kann natürlich beim Modellgüssen wie immer drüber streiten, wie genau die auszusehen haben. Das hat ja jeder seinen eigenen Geschmack. Ich folge dem jetzt hier einfach mal aus Gründen der Simplizität, zumindest so weit, wie es nötig ist. Natürlich sind hier die Retentionsgitter sehr viel länger eingezeichnet, als ich es tatsächlich brauche, basierend auf der Aufstellung. Sieht man auch, wie schön es ist, dass ich meine Kunststoffzähne jetzt schon sehen kann. Kann ich wirklich alles genauso anpassen, wie ich es gern hätte. Wie gesagt, auch die Retention gerne hier den Zahnformen folgen lassen und so. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Und wenn ich doch nicht zufrieden bin, kann ich hier auch einfach auf Kurve bearbeiten klicken und kann die Kurven komplett auch einfach nochmal verändern, wie es mir beliebt und alles nochmal anpassen. Ist natürlich auch immer schön. So, ich lasse es einfach jetzt mal, der Haken hier gefällt mir nicht, aber ich lasse es mal ein bisschen jetzt, wie es ist und gehe einfach auf Weiter. Und was man jetzt hier hat, normalerweise demonstrieren wir meistens Unterkieferfälle. Bei einem Oberkieferfall, wo ich meine großen Verbinder auch habe, eben die gesamte Platte, habe ich einen Schritt für die Retentionsgitter und die Platte gleichzeitig. Bei Unterkiefern, wo ich einen Sublingualbügel habe, sind die Retention und der Bügel einzelne Schritte. So, ich kann hier in den Einstellungen tatsächlich Sachen anpassen. Die Retention, nur um es einfach nochmal kurz gezeigt zu haben, die kann ich natürlich hier in ihrer Form und so weiter auch komplett verschieben, anpassen, skalieren und so weiter. Das ist auch ja nichts Neues. Das geht ja bei der Software immer schon so. Genauso kann ich mir auch aussuchen, ob ich Rundgitter will oder eben normales viereckiges Gitter. Ich kann es auch komplett ohne Löcher drin gestalten, wenn ich die irgendwie selbst gestalten möchte. Und ich kann auch ganz simpel meine eigenen Formen hinterlegen. Viel spannender ist hier jetzt natürlich, also ich habe natürlich dann auch hier das Retentionswachs und die Dicke vom Ausblockwachs und sowas hier auch zur Auswahl. Und hier unten habe ich meinen großen Verbinder. Da habe ich zum einen die Form von meiner Narbung auf dem Verbinder zur Auswahl. Da sind einfach ein paar verschiedene Standardformen. Dann habe ich hier meine Skalierung und so weiter. Was hier spannend ist, viele Leute fragen, warum gibt es denn beim großen Verbinder einen Offset? Also ein Offset ist ja normalerweise, assoziieren die meisten in der Software eher mit einem Abstand. Wir haben aber ja zum Beispiel auch unsere Offset-Copings, also unsere Mindestwandstärke-Käppchen. Der Offset hier ist für die Oberkieferplatte natürlich kein Abstand. Die soll ja komplett am Kiefer aufliegen. Es ist eher zu assoziieren mit, wenn ich eine Oberkieferplatte in Wachs anlege, nehme ich ja meistens eine glatte Wachsplatte in einer bestimmten Dicke, lege die über den kompletten Gaumen oder halt überall, wo halt die Platte sein soll. Und dann nehme ich eine zweite Wachsplatte mit der Narbung oben drauf, die ich drüber lege, um eine gewisse Dicke zu erreichen. Der Unterschied hier zwischen Offset und Dicke ist, die Dicke bezieht sich quasi auf das Narbungswachs. Das heißt, ich kann mein Narbungswachs auch komplett nur nehmen ohne diesen Offset. Dann kann es natürlich aber sein, dass die Narbung sehr tief in das Wachs reingeht und dadurch eine gewisse Instabilität entsteht. Gleichermaßen, wenn ich nur das Offset hochdrehe und die Dicke gleich lasse, dann ist die Narbung eher sehr, sehr sacht nur. Und damit kann ich das ganz gut kontrollieren. Ich habe hier unten auch noch diesen Wert für abfallend, wodurch am Ende am Rand von der Platte dann eben so ein Abstieg generiert wird, wodurch es dann dünner wird nach außen hin. Den kann ich tatsächlich linear auch einstellen, sodass überall um die Platte am Ende rum ein Rand, ein Millimeter Rand entsteht, der einfach schräg nach unten dünner wird, damit das Ganze irgendwie einheitlicher aussieht, wenn ich das so möchte.
Und dann klicke ich einfach auf Anwenden, das wird alles angelegt. Ich kann natürlich auch auf Weiterklicken, wird es natürlich auch angelegt, aber wenn ich dann merke, ich bin doch unzufrieden, muss ich wieder einen Schritt zurückgehen und so kann ich es einfach wieder hier direkt rückgängig machen. So. So, da ist unsere Platte. Man sieht hier schön diesen 1 mm Rand, den ich angesprochen habe, wo es wirklich einheitlich einfach abfallend angelegt wird. Kann man jetzt natürlich darüber streiten, ob 1 mm vielleicht ein bisschen wenig ist. Das sieht sehr steil aus, aber ist für die Demonstration hier auch jetzt gar nicht so wichtig. Jetzt habe ich meine Klammern als Schritt. In dem Fall brauche ich keine Klammern, das heißt, ich klicke einfach auf Weiter. Die Software warnt mich aber, weil normalerweise gehen wir natürlich davon aus, ein Modellguss braucht Klammern. Das heißt, Software erinnert mich daran, dass ich vielleicht klammern möchte. Wenn nicht, ist ja alles gut. Und dann habe ich diesen Klonen-Schritt, das heißt Wachs auf Einbetten-Modell. Und hier habe ich eben dieses schöne Werkzeug, wo ich einfach auf mein Modell malen kann in einer bestimmten Dicke. Und das fügt dann hier in dem Fall eben genau 0,75 mm an Wachs auf meinem Ausblock-Modell direkt. Damit kann ich natürlich dann sehr viel Stellen miteinander verbinden. Ich habe hier so ein paar vorgefertigte Dicken, die ich dann eben einfach hier anklicken kann. Die ändern dann eigentlich nur die Dicke hier von dem Wachs, was ich hier gerade anlege. Zum Beispiel die Dicke von meinem Retentionsgitter, wenn ich es möchte, kann ich hier so ein bisschen, das war jetzt nicht so schön, kann ich hier so ein bisschen einfach Wachs anfügen, um mein Retentionsgitter hier stabiler zu gestalten oder eben hier auch aufzufüllen. Ist, denke ich, ganz klar, wie das funktioniert. Damit kann ich dann natürlich auch entsprechend, wenn ich einen klassischen Klammermodellguss habe, auch meine okklusalen Stops und sowas anlegen und eben hier auch Material miteinander verbinden, wenn ich das möchte. Was wir hier Neues haben, ist, ich kann bei den Einstellungen hier jetzt auch neue Sachen ändern. Ich glaube, vorher war dieser Button gar nicht verfügbar. Ich habe einmal hier den Ausblock-Modus. Der ist, denke ich, super intuitiv. Ich klicke den einfach an. Die Software muss kurz rechnen. Meine Wachs verschwindet. Ich sehe mein Ausblock-Wachs und jetzt kann ich mir tatsächlich Ausblockwachs in einer gezielten Dicke selber einfach auftragen. Bei Modellgüssen hat ja jeder immer eine eigene Vorstellung, wie die Reihenfolge der Schritte sein soll, was für Tools braucht man eigentlich und so weiter. Jeder will ja seinen perfekten Modellguss konstruieren können. Und viele Leute sagen ja dann auch nicht umsonst, ich möchte meine Retentionen wirklich nicht mit einer Kurve anlegen, sondern wirklich freihand selber auftragen, genau aussuchen, wo sollen Retentionen verlaufen. Und das kann man natürlich dann super einfach machen, indem man am Anfang, bevor man überhaupt die Kurven einzeichnet, in den Expertenmodus wechselt und dann eben hier mit diesem festen Klonentool quasi sein Ausblockmodell wirklich genau anpasst. Ist, denke ich, ziemlich simpel, warum das so sinnvoll ist. Viele haben ja dann auch viel Erfahrung mit, wie genau muss das wo ausgeblockt werden und das überlassen wir den Leuten natürlich dann gerne selber, das zu entscheiden, was sie da genau machen möchten. Gleichermaßen haben wir hier auch ein Offset auf komplettes Volumen anwenden. Das bedeutet, ich kann damit quasi einmal eine komplette Schicht an eben hier Ausblockwachs oder wenn ich den Ausblockmodus deaktiviere, normalen Modellgusswachs über mein gesamtes Modell ziehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel vorhabe, eine Oberkiefer-Gaumenplatte für eine Totalprothese zu gestalten, dann kann ich mir natürlich sehr einfach komplett einen einheitlichen Wert an Ausblockwachs da drüber legen, wenn ich mir dann ein Retentionsgitter zum Beispiel unten an die Platte dran löten will, dann kann ich mir dann einen kompletten, wie eine Tiefziehfolie Spacer dazwischen legen, ist ja auch super praktisch. Oder eben, da finden die Leute immer irgendwelche lustigen Ideen, was sie mit sowas machen können. Wir haben hier auch diesen Regler, der funktioniert genau wie bei dem Ausblockmodell, dass ich quasi basal einfach was wegschneide, wenn ich nicht alles komplett ausblocken möchte, sondern eben ein bisschen Zeit und Dateigröße sparen möchte. Hat bei dem Fall jetzt natürlich keinen Sinn, das zu machen, das hier alles irgendwie komplett mit Wachs zu überziehen. Deswegen lasse ich das einfach mal und wir gehen einen Schritt weiter. So, dann können wir hier unsere Abschlussränder zeichnen. Das ist auch, da gehe ich jetzt den ganz normalen Standardweg mit den Abschlussrändern. Da kann man natürlich auch irgendwelche schönen, coolen eigenen Gestaltungen machen. Ich kann bei den Abschlussrändern dann ja später meine eigenen Profile gestalten. Ich kann einen Runddraht stattdessen auflegen, den zeigen wir auch immer mal gerne, damit ich es wie auf der klassischen händischen Version auch einfach machen kann, dass ich den Runddraht dann von einer Seite mit Wachs anschwemme. Kann den natürlich hier auch in seiner Neigung und sowas komplett gestalten, den Abschlussrand. Und kann natürlich auch editieren, wenn ich den irgendwie angelegt habe, dass es mir nicht gefällt, kann ich das hier auch nochmal alles ein bisschen verschieben und so weiter, die ganzen Punkte ändern. Das ist mir natürlich frei überlassen. So.
Was natürlich auch sehr schön ist bei dem Abschlussrand, ist, das ist natürlich ein eigenes Profil. Das heißt, ich kann hier einfach auf diesen Profil-Button klicken und das selbst nochmal editieren und anpassen und abspeichern, um wirklich mein eigenes Abschlussrandprofil hier anzulegen. Und habe hier natürlich dann hier diese Dropdown-Menü-Auswahl für verschiedene Profile. Ich kann auch in den Einstellungen, was auch oft gerne mal vergessen wird, ich kann hier Zulaufen der Enden gestalten. Das heißt, ich klicke hier auf Breite 1 und dann sieht man schon, da wird das eine Ende einfach dünner. Ist in dem Fall jetzt natürlich auch nicht sinnvoll, aber wenn ich den Abschlussrand jetzt an einen Nachbarzahn hoch anlegen möchte, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn der nach oben hin ein bisschen dünner wird. Dann klicke ich einfach auf Anwenden. Wir ignorieren jetzt einfach mal, ob der gut liegt oder nicht. Hier ist natürlich ein bisschen blöd jetzt geworden, aber das ist für die Demo jetzt mal zweitrangig. Dann gehe ich weiter und bin bei Teile hinzufügen. Das ist auch spannend, da hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich habe hier bei meinen Einstellungen die Auswahl an allen automatisch importierten Teilen. Alles, was ich in der Dental Card anlege, wird hier automatisch importiert. Kronen, Pontics, Stege, es wird alles hier einfach mit reingeworfen und die Software versucht auf smarte Weise, je nachdem, was es ist, auszusuchen, auf welche Weise es importiert werden soll. Wir haben hier unsere Kunststoffzähne, die sind einfach als Referenz eingelegt. Das heißt, ich kann die sehen als Orientierung und das war's. Ich kann es natürlich hier ändern. Ich kann sagen, die sollen auch angefügt werden. Dann haben wir hier unsere Pontics. Das sind jetzt diese vestibulär verblendet Pontics. Die sind beide als nicht bearbeitbar hinterlegt. Das bedeutet, die STL von den Pontics wird am Ende beim Modellguss einfach dran geklebt, sozusagen genau wie sie ist und wird nicht verändert. Da der Modellguss selbst hier in der Software aus Voxeln und nicht aus STLs besteht, ist die Oberfläche einfach ein bisschen anders, die Oberflächenberechnung und so weiter, die Struktur ist ein bisschen anders. Das heißt, wenn ich eine Krone habe, vor allen Dingen eine Sekundärkrone, was ja genau ist, was an einem Modellguss als Krone vorhanden sein soll, will ich natürlich, dass diese Sekundärkrone gerade im Boden so genau ist wie möglich. Wenn ich das dann von der Modellguss-Software umberechnen lasse in Voxel und dann wieder in STL, dann ist die Chance, dass der Kronenboden dabei irgendwie minimal verändert ist und die Passung dadurch verloren geht, sehr groß. Deswegen empfehlen wir bei sowas nicht bearbeitbar zu wählen. Dann bleibt die Krone, wie sie ist und wird am Ende einfach angeklebt. Hier bei dem Fall die Pontic 1.4 mache ich mal auf bearbeitbar. Dann sieht man schon, da ändert sich die Farbe auf grün. Dann ist es in Wachs und dann kann ich da auch dran rumarbeiten hier in der Software. Wir haben jetzt hier auch noch Einbettmodell und Subtraktiv. Einbettmodell würde bedeuten, dass der importierte Teil einfach dem Einbettmassemodell hinzugefügt wird. Das passiert zum Beispiel auch bei Kronen als Möglichkeit, dass die Kronenböden tatsächlich beim Einbettmodell mit hinzugefügt werden. Das heißt, der Zementspalt, den Sie da angelegt haben, ist dann hier auch mit drin. Oder wenn ein Steg konstruiert wurde, der wird auch tatsächlich automatisch dann dem Einbettmodell hinzugefügt, sodass man über den Steg drüber dann einfach einen Modellguss konstruieren kann. Und subtraktiv bedeutet, das wird einfach rausgeschnitten aus meinem Modellguss. Das ist natürlich die Frage, warum sollte ich das wollen? Wenn ich ein Attachment anfüge, also irgendeine Form von irgendeinem Attachment irgendwas dran, ein Geschiebeteil, gibt es ja immer gerne auch Kunststoffteile, die dann zwischen der Geschiebekrone, also hier der Patrize, und dem Modellguss liegen. Hier zum Beispiel haben wir ja diese Kunststoffhülsen auch drum, die wurden jetzt hier mitgescannt. Ich kann theoretisch natürlich eine Krone gestalten mit einem Geschiebeteil dran und dann das Kunststoffteil als Datei drüberlegen und einen Modellguss dann drüber konstruieren. Klar, auf einem Kronenmodell würde ich jetzt nicht unbedingt einen Modellguss auch konstruieren. Aber wenn ich zum Beispiel Sekundärteile mache mit einem TK-Soft-Teil oder so, gibt es ja sehr viel einfach Teile aus Kunststoff, die zwischen dem Modellguss und meiner Krone liegen sollen, die ich natürlich bei beiden nicht anfügen möchte in der Software. Das heißt, ich kann aber in der Software selber, in der Dental Card zum Beispiel, wenn ich meine Krone konstruiert habe, kann ich das Geschiebeteil tatsächlich als Platzhalter anfügen oder ich kann es auch rausschneiden lassen aus meiner Krone, wenn es ein negatives Teil sein soll. Die Software hinterlegt das natürlich dann auch in der Construction-Info-Datei und sowas, in den ganzen Metadaten ist die Positionierung von dieser Geschiebeteil dann hinterlegt für eben meine CAM-Software am Ende und so. Und hier kann ich das dann wiederum auch an meinem Einbettmassemodell anfügen oder aus meinem Modellguss rausschneiden lassen. Und dafür habe ich hier bei Datei hinzufügen eine neue Änderung. Datei hinzufügen existiert da ja auch schon immer. Ich kann einfach Teile aus einer Datei laden. Ich muss hier eine Dental Card halt in die richtige Position stellen und dann lade ich sie rein und dann wird es einfach angefügt wie eine STL-Datei und so. Ich kann jetzt hier auch SDFA-Dateien laden, also wirklich direkt Geschiebebibliotheken. Und man sieht es hier schon, bei der Auswahl von den Dateien, die ich laden kann, ist die Construction-Info auch dabei. In dem Fall ist da leider nichts hinterlegt, aber wenn ich eben Geschiebeteile in der Dental Card aufgestellt habe, dann werden die in der Construction-Info gespeichert. Und wenn ich hier die Construction-Info importiere, dann sind diese Geschiebeteile eben genauso hier auch in meiner Parsha-Software mit drin und ich kann die aus meinem Modellguss rausschneiden lassen oder Teil vom
aus Blockmodell werden lassen und so weiter. Da sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt, was damit alles machbar ist. Ziemlich cool für eben genau solche Fälle von Kunststoffzwischenteil zwischen Modellguss und Krone. So, aber das haben wir hier in dem Fall alles gar nicht groß, deswegen gehe ich einfach weiter. Man sieht jetzt auch, der Zahn, der wurde ja jetzt als bearbeitbar angelegt, das heißt, der wird jetzt direkt in grünes Wachs umgewandelt, der andere Zahn bleibt einfach blau, wie er ist. Und jetzt habe ich Wachs editieren, das heißt, ich kann hier schön mein Wachs bearbeiten und glätten und so weiter. Und ich kann eben jetzt hier an dem Zahn auch rumarbeiten. Aber auf der anderen Seite, hier bei dem Zahn, der eben als nicht editierbar angelegt ist, kann ich das nicht. Ich kann nur auf dem grünen Wachs arbeiten. Deswegen ist da dieser farbliche Unterschied, damit ich das sofort auch erkennen kann, dass es da eben einfach nicht geht. Ich glätte hier jetzt mal kurz drüber. Das ist eigentlich gerade nicht so wichtig. Ja, und also man sieht, editierbar heißt, ich kann an dem Ding rumarbeiten. Das ist natürlich gerade bei so einer Pontik schön. Da kann ich jetzt theoretisch noch Retentionsperlen und sowas alles auftragen. Aber das war es damit eigentlich schon. Und wenn ich jetzt weitergehe, bin ich beim Fertigstellen. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich das Zusammenfügen zu einer STL. Natürlich fehlen hier noch Teile. Ich wechsle einfach mal in den Expertenmodus und fange an, hier noch Teile anzufügen. Wir haben jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, hier unsere Umlaufrasten. Das hätte ich natürlich auch zu einem früheren Schritt schon machen können. Aber ich kann hier einfach eine Kurve zeichnen, um meine Umlaufraste anzulegen. Ich kann es natürlich auch einfach mit diesem Klonentool, was eine feste Dicke an Wachs anlegt, einzeichnen. Ich finde es persönlich mit so einer Kurve einfacher. Ich muss aber natürlich sehr aufpassen hier in so einem Fall. Die Form ist sehr kompliziert. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich bei der Kurve nicht irgendwas Komisches anlege. Kann natürlich dann auch entsprechend passieren, dass die Software nicht genau weiß, wo die Kurve verlaufen soll. Sehen wir vielleicht gleich noch. Und dann kann ich es aber natürlich auch einfach sehr simpel korrigieren. So, Doppelklick. So, sieht alles gut aus. Und jetzt ist, ich persönlich nehme dafür gern den großen Verbinder wieder. Das heißt, ich gehe auf mein Hauptverbinder-Werkzeug. So, und dann sieht man schon, das erkennt automatisch eine von den Kurven als mein Hauptverbinder. Und in meinen Einstellungen würde ich jetzt zum Beispiel aussuchen, dass die Narbung einfach komplett glatt sein soll. Und ich kann die Dicke hier ja auch ein bisschen runterdrehen, sodass es am Ende, sagen wir, 0,5 mm sind. Und dann sage ich anwenden. Und dann wird hier einfach 0,5 mm am Material aufgetragen mit einer glatten Oberfläche. Ich könnte auch eine Narbung anlegen, aber ich glaube, das will da keiner. Und sobald es erledigt ist, erkennt die Software auch, okay, die nächste Kurve ist ja auch doch da. Vielleicht ist das ja auch eine Hauptverminderkurve. Dann kann ich genauso einfach wieder anwenden klicken. Die Werte sind immer noch gleich. Und damit habe ich eigentlich direkt schon ganz einfach Umlaufrasten angelegt. Natürlich kann ich die jetzt auch noch editieren. Ich persönlich würde natürlich empfehlen, gerade hier bei dem Teil einfach mal ein bisschen Material aufzufügen, damit das auch glatt ist und nicht so ein negatives. Ich kann natürlich auch hier Material auffügen, damit auf jeden Fall am Ende das Ganze mit dem Zahn verbunden ist. Ich kann es natürlich auch mit dem Klonentool einfach machen. Das ist mir selbst überlassen. Genauso hier drüben. Will ich natürlich, wenn ich die Kurve vorher angelegt hätte, hätte ich sie natürlich unter den Zahn ziehen können. Aber ich kann das natürlich alles immer in der Reihenfolge machen, wie ich möchte. Da sind mir ja auch wieder keine Grenzen gesetzt. So, dann haben wir eine kleine Änderung bei unseren Posten, also bei den Retentionspfosten. So, das kennt man ja auch, Retentionspfosten hinzufügen. Das ist einfach, ich klicke irgendwo hin, da wird hier so ein schöner kleiner Pfosten aufgestellt. Und dann habe ich hier bei den Einstellungen die Möglichkeit, die Länge zu ändern und die Dicke zu ändern. Wunderschön, ist einfach ein glatter Pfosten. Da haben wir ja auch schon seit der letzten Version die Möglichkeit, hier aus einer Datei was zu laden. Da haben wir einfach verschiedene nach Nudeln benannte oder andere Formen, wodurch dann eben solche gezwirbelten Drähte zum Beispiel möglich sind. Oder gibt auch andere Formen mit einer Kugel oben an und so weiter. Das heißt, ich will bei einem Retentionspfosten ja nicht zwingend einfach nur einen glatten Pfosten, dann kann ich den Zahn ja einfach abziehen. Ich will vielleicht was ein bisschen Retention hat. Und da hatten wir das ja auch schon in der alten Version so, ich kann hier die Länge ändern und dann sieht man, dann verformt sich der Pfosten und ich kann die Dicke ändern und so weiter. Was wir jetzt haben, ist hier, dass hier einheitliche Skala als Option existiert. Das heißt, wenn ich das anwähle, bleibt der Pfosten in genau der Form, wie er in der Originaldatei ist, aber ich kann die Größe komplett ändern. Das ist natürlich, wenn mir das Verhältnis von dieser Zwirbelung zur Länge und so wichtig ist, kann ich das natürlich gut einsetzen. Dann bleibt er irgendwie schöner. Dann wird er nicht so gestaucht einfach. Und ich habe hier den Offset der Oberfläche. Wenn ich den auswählen, dann sieht man, dann geht das nach oben und unten und ich kann den Pfosten damit komplett in mein Wachs rein versenken, weil wenn ich das auf Null lasse, hat man ja auch schon ein bisschen sehen können, dann berührt der Pfosten natürlich nur hier unten an seinem zentralen Punkt zwingend das Wachs und der Rest
hängt einfach ein bisschen drüber und das muss ich dann notfalls selbst wieder auftragen. Aber wenn ich den Offset aber runterdrehe, sieht man richtig schön einfach direkt im Wachs drin. Alles gut. So, wenn ich das anwende, wird der eingefügt und das kann ich jetzt natürlich bei allen Szenen noch machen. Das spare ich mir jetzt einfach mal zeitlich, weil es noch andere Sachen zum drüber reden gibt. So, wir sind prinzipiell fertig mit dem Modellguss. Das ist nicht der schönste, aber darum geht es ja auch nicht. Wenn ich auf den Wizard gehe, bin ich bei meinem Zusammenfügen. Ich habe hier meine Standardwerte, Toleranz und so weiter. Die ganzen Werte für meine Entlastung, die dynamische und statische Entlastung. Und jetzt gibt es Sachen, die sind neu im Expertenmodus. Wir sind ja einfach im Wizard im letzten Schritt. Wenn ich stattdessen aber auf Expertenmodus klicke und in dem Schritt Speichern für Produktion bin, den kann ich hier ja auch auswählen, haben wir ein paar neue Sachen eingefügt. Wir haben hier einmal den Relief anwenden, also die Ausblockung. Und wir haben hier, das müsste eigentlich Entlastung heißen, wir haben hier die statische Entlastung und die dynamische Entlastung. Das sind die quasi die verschiedenen Ausblock-Optionen, die Software automatisch anwendet. Das heißt, wenn ich einen Modellguss jetzt zusammenfüge zu einer STL, dann schaut die Software selbst automatisch, wie scharf sind denn zum Beispiel unter dem großen Verbinder die Kanten. Dann legt ihr diese sogenannte dynamische Entlastung an. Und wenn ich ganz spitze Kanten habe, wird ein bisschen mehr ausgeblockt. Und wenn es eine flache Fläche ist, weniger. Die Software versucht ganz intelligent zu erfassen, wo mehr und weniger ausgeblockt werden muss, damit am Ende der Modellguss passt. Wenn ich einfach nur eine Dicke an Ausblockung über alles drüber ziehen würde, dann würde der am Ende auch nicht viel besser passen, würde einfach nur höher sitzen. Aber ich habe ja eben verschiedene Ansprüche an die Ausblockung. Ich habe zum Beispiel hier bei den Klammern will ich, dass es nicht ausgeblockt wird. Kann ich natürlich auch hochdrehen und so. Hier würde ich nur dran rumdrehen, wenn ich wirklich Ahnung habe, was ich tue. Sehr empfehlenswert. Aber wenn ich dann einmal wirklich weiß, wie meine Produktion funktioniert, kann ich damit natürlich sehr viel rausholen, falls ich irgendwelche Wehwehchen habe mit der Passung und so. Und ich habe jetzt eben hier diesen Relief-Anwenden-Knopf neuerdings im Expertenmodus. Wenn ich das drücke, wird diese ganze Entlastung, die dynamische und statische, schon mal angewendet. Die wird normalerweise beim Zusammenfügen sowieso angewendet. Aber wenn ich es jetzt mache, das können wir dann gleich angucken, wird das alles jetzt schon mal in Ausblock-Bugs auch angewendet und ich kann das mir anschauen, wenn die Berechnung fertig ist. Natürlich ein bisschen komplizierter, die ganze Berechnung. Und dann sehe ich eben wirklich dieses Ausblock-Wachs genau überall, wie exakt das angelegt wurde. So, bin ich mal gespannt. Ja, fertig. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Ausblock-Wachs abtragen Schritt wechsle, dann verschwindet ja mein grünes Modellgusswachs und ich sehe mein Ausblock-Wachs und kann halt wieder daran rumeditieren. Und dann sieht man jetzt schon, hier ist tatsächlich alles so ausgeblockt, aber mit so kleinen individuellen Stellen. So je nachdem, was da gerade los ist, macht die Software das eben auf so eine ganz smarte Weise automatisch und versucht eben so mit der Ausblockung die perfekte Passung herzustellen. Und das kann ich jetzt natürlich eiskalt editieren und einfach abtragen, wenn ich weiß, das ist nicht, was ich möchte. Ich kann natürlich genauso auch einfach was auftragen und so weiter. Würde ich, wie gesagt, auch wirklich nur machen, wenn ich Ahnung davon habe, was ich da tue. Also wenn ich schon ein bisschen Erfahrung mit den digital hergestellten Modellgüssen und meinem Fräs- oder Druckprozess am Ende auch habe. Was hier bei der Oberkieferplatte total spannend ist, ich kann mir hier die Hauptverbindungskurve nochmal anzeigen lassen. So habe ich die Oberkieferplatte angezeichnet und man sieht hier, ist jetzt ein bisschen verwirrend durch die eingezeichnete Platte, aber man sieht hier ist so ein richtig 1 Millimeter breit nichts ausgeblockt. Das heißt, diese dynamische Entlastung geht nicht bis zum Rand von der Oberkiefer-Modellgussplatte. Das ist ja auch ganz sinnvoll, die soll ja am Ende da luftdicht anliegen. Das heißt, da wird das einfach nicht angewendet. Da erkennt die Software wirklich intelligent selber, wo Ausblocken sinnvoll ist und wo nicht. Und ich kann es natürlich alles nochmal ändern und editieren. So, dann gehen wir wieder zum Zusammenfügen-Schritt zurück. Da gibt es nämlich noch eine Neuerung, auch nur im Expertenmodus. Nämlich hier bei den Einstellungen habe ich hier unten Optimierung nicht bearbeitbar. Das bezieht sich eben auf diese nicht bearbeitbaren Teile, wie eben hier diese Krone, diese Pontik. Aber ich meine, gerade bei Kronen, bei Sekundärteilen kann das natürlich unglaublich wichtig sein, wie das Ganze optimiert wird. Ich habe da drei Methoden zur Auswahl. Ich habe Fräsen, keine Neuberechnung schnell, wasserdicht, Neuberechnung schnell und wasserdicht, keine Neuberechnung langsam. Das Fräsen, keine Neuberechnung schnell, ist eigentlich sinnvoll. Ich habe meine Sekundärteile am Ende einfach an meinen Modellguss drangeklebt. Dann ist natürlich hier beim Übergang zwischen der Krone und dem Modellguss eine kleine Kante. Die Fräserradienkorrektur macht es aber eh weg. Hauptsache, der Innenboden der Kronen ist wirklich so akkurat wie möglich und ich habe das Ganze schön gefräst und meine Sekundärteile passen. Und diese Übergangsstellen, die kann ich dann auch nochmal nachbearbeiten. Andersrum, wenn ich das Ganze drucke,
dann ist die Innenpassung der Kronen vielleicht nicht ganz so wichtig, weil der Drucker ja dann vielleicht eh nicht die ganze Akkuratesse hat, die ich brauche für die Sekundärteilböden. Das heißt, ich drucke das ganze Ding aus, Hauptsache es ist wasserdicht und der Drucker kriegt das hin und dann passe ich am Ende die Kronböden auf, nachdem ich es in Metall gegossen habe. Wenn ich jetzt aber das ganze Lasersinter und überfräse, dann habe ich ja beides. Zum Beispiel, wenn ich das so mache. Deswegen habe ich hier die Möglichkeit auch anzuwählen, dass es wasserdicht kreiert werden soll. Das heißt, hier wird dann am Ende auf jeden Fall ein schöner Übergang zwischen Krone und Modellguss erstellt. Aber die Krone wird trotzdem nicht neu berechnet. Das heißt, der Kroneninnenboden und so weiter ist immer noch das Original. Das ist für so spezifische Fälle wie eben Lasersintern und Überfräsen unglaublich wichtig oder kann unglaublich wichtig sein. Ist aber natürlich eine sehr viel kompliziertere Berechnung. Das bedeutet, das dauert länger. Deswegen belassen wir es mal dabei, dass es eben nur im Expertenmodus verfügbar ist, wenn man das bewusst möchte. Natürlich ist hier automatisch vorausgewählt, Fräsen, wenn ich ein Fräsmaterial gewählt habe und wasserdicht, wenn ich ein Druckmaterial gewählt habe. Und auch nochmal zur Erinnerung, wenn ich im Expertenmodus bin wiederum, dann ist das hier gar nicht verfügbar, weil das eben nur für gekonnte Anwender gedacht ist. Und damit bin ich soweit durch. Damit haben wir eigentlich alle Themen besprochen, was neu ist in der Modellguss-Software. Gibt es denn jetzt irgendwelche Fragen? Nee, haben wir so jetzt einfach nichts zur Verfügung. Okay, wunderbar. Dann bedanke ich mich für die rege Teilnahme. Ich bedanke mich bei Joe und Pina für die Unterstützung. Und ja, wir sehen uns wahrscheinlich nächste Woche, wenn es um Exoplan geht. Super. Danke für die schöne Präsentation. Euch allen noch einen wunderschönen Tag und tschüss aus Darmstadt. Ciao. Tschüss.